Jo, moin zusammen. In diesem Video werden wir gemeinsam hier den Innenraum meines Wagens reinigen und das werden wir mit BMW Care Produkten machen. Produkten. Ja, original BMW Care Products. Haben wir hier einmal die Kunststoffpflegeemulsion, also einen Kunststoffpfleger. Dann haben wir hier Glasreinigungspolitur. Hier extra für bei hartnäckiger Verschmutzung. Muss mal gucken, ob das Politur wirklich eine Politur ist, heißt wir auch einen Abrieb haben, dann ist die natürlich oversized. Dann haben wir hier den Innenreiniger und das dient dann dazu, zum Beispiel so hier von den Türseiten gröbere Verschmutzungen zu entfernen, erstmal reinigen und danach hier mit der Pflegeemulsion dann auch wieder richtig schön aufzufrischen, zu versiegeln. Seid mir nicht böse, dass ich jetzt hier extra BMW-Produkte teste an die Leute, die BMW nicht mögen oder auch keinen BMW fahren. Die Produkte sind natürlich universell einsetzbar, das heißt, ihr könnt BMW-Produkte auch bei einem Nicht-BMW-Fahrzeug anwenden und viele von euch haben mich einfach darum gebeten, die Produkte mal zu testen. Zugleich noch der Hinweis, mittlerweile sind die Verpackungen vom Design her ein bisschen anders. Tut nichts zur Sache, denn von den Inhalten soll sich da wohl nichts geändert haben. So, beginnen wir hier auch im ersten Schritt und schauen uns mal hier den Innenreiniger an. Der bietet sich jetzt hier an für hier diese gröberen Verschmutzungen auf den Kunststoffteilen bzw. auf den Gummiteilen. Schraube ich mir auf, nehme hier ein einfaches Mikrofasertuch. Oh, wow, naja, das war jetzt von der Dosierung schon mal sehr schlecht von mir gemacht. Ein bisschen was rausgekommen und dann gucken wir jetzt mal. Okay, wir haben auf jeden Fall auch eine Aufschäumung bei dem Produkt und ja, also Abriebs oder ähnliches sehe ich jetzt hier noch nicht, aber hier an der Stelle bis hierhin habe ich gereinigt und daneben noch nicht. Also hier sieht man auf jeden Fall, dass hier eine Reinigungsleistung passiert. Das ist schon mal in Ordnung. Und der Dreck wird auf jeden Fall abgetragen. Hier muss ich gleich mit dem Staubsauger dann nochmal zwischengehen, damit hier auch der Dreck rauskommt. Das ist natürlich ebenso wichtig. So, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen hier quasi ziehen, durchtrocknen. Und im nächsten Schritt gehen wir dann da dran, nachdem das jetzt gereinigt ist, mit der Pflegeemulsion, damit das Ganze auch die Poren wieder verschließt und schützt. So, nachdem wir haben, sehr guter Deutsch, nachdem das Ganze jetzt eine gewisse Zeit eingewirkt hat und auch verflogen ist, können wir jetzt hingehen und mit der Kunststoffpflegeemulsion das Ganze noch ein bisschen versiegeln. Und dazu sprühe ich mir jetzt hier ein bisschen aufs Tuch. Könnt natürlich auch direkt auf das zu reinigende oder versiegelnde Teil auftragen. Bin ich aber nicht der Freund von, gerade im Innenraum, weil man da natürlich viele Spritzer hinbekommt, wo sie nicht hin sollen, sagte die Frau. So, und so kommt auch wirklich wieder richtig schön das Kunststoff Schwarz toll zur Geltung. Also das macht doch schon was her. Ja, das machen wir jetzt noch gemeinsam mit dem Rest des Innenraums. So, angekommen im Innenraum. Hier oben ist Leder bei mir. Das ist natürlich jetzt nicht relevant für die Kunststoffaufbereitung oder ja, diese Pflegeemulsion. Da muss ich natürlich mit einem Lederpflegemittel dran. Dementsprechend, ihr habt aber, oder viele haben natürlich hier oben ein normales Kunststoffarmaturenbrett und da könnt ihr dann natürlich auch diese Pflegeemulsion benutzen. Bei mir ist das jetzt hier dieser Bereich, genauso wie hier der Kunststoff. Und obwohl ich mir hier gerade gar nicht sicher bin, ist das wirklich Kunststoff oder ist das hier so ein Leder? Weil wir nämlich hier auch Nähte haben. Da können wir mal ausprobieren, wie das hier reagiert. Und das ist aber ganz okay. Ah, das war jetzt nicht so super, dass ich direkt drauf gesprüht habe. Ein bisschen fleckig, muss man dann mehr reiben und verteilen. Dementsprechend, ich bin wirklich der Freund davon, das Produkt hier auf ein Tuch aufzutragen und danach auf die zu reinigende oder pflegende Stelle aufzutragen. Ich gehe jetzt hier nämlich bewusst nicht mit dem Reiniger, den wir gerade noch benutzt hatten, dran, weil die Innenteile sind jetzt relativ sauber und das benötigen wir jetzt hier nicht. Dementsprechend reicht hier die reine Pflegeemulsion. Ja, gucken wir uns jetzt hier auch noch die Kunststoffteile in der, ja, Mitteleinheit an. Hier im
Cockpit. Bin ich gespannt darauf. Sprühe mir hier wieder ein bisschen was auf mein Tuch. Das reicht schon aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, mache das hier nur so zum Teil. Und da sehen wir direkt eine tolle Auffrischung hier von dem schwarzen Kunststoff, dass der wieder richtig zu Leben erweckt wird. Also es ist auf keinen Fall so krass wie mit dem Lexol Vinyl X, wenn ihr das kennt aus meinem Kanal. Das ist ja wirklich das absolute Superprodukt für den Innenraumbereich und die Kunststoffe, aber das hier ist auch schon nicht verkehrt. Aber wie gesagt, wie meinem Empfinden nach kommt es nicht an das Lexol ran. Aber ist ganz okay, mal was anderes zu benutzen. Hat auch einen ganz netten anderen Geruch. Soweit in Ordnung. So, hier über die Tasten können wir auch noch drüber gehen. Was mache ich mit dem Rest der Kunststoffteile hier für Innenraum? Und dann geht's weiter. Und nachdem ich den gesamten Innenraum jetzt mit der Kunststoffpflege behandelt habe, was auch ganz gut, ein ganz gutes Ergebnis gegeben hat, seht ihr dann im Finish, kann ich mich jetzt um die Lederteile kümmern. Lederaufbereitung mit Colorlock habe ich letztes Mal gemacht. Dementsprechend kümmere ich mich jetzt nur ein bisschen auffrischen. Das mache ich hier mit Meguiars. Speziell am Lenkrad. Hier sehe ich gerade so einen blöden Streifen. Muss ich mal gucken, ob der gut abgedeckt und entfernt werden kann. Hier das hier Meguiars. Gold Class Rich Leather. Oder ob ich da wirklich nochmal richtig mit dem Colorlock dran muss. Mit dem Zwei-Wege-Prinzip. Ja, ich benutze es wirklich pur. Ja, das kennt die Frau. Und ich mag das wirklich sehr gerne, dieses Zeug. Das benutze ich schon so viele Jahre bei Ledersachen im Auto. Und das ist einfach nur geil. Also wirklich richtig schön. Ich benutze es wirklich per Hand und richtig schön einmassieren. Und das Leder ist ein Naturprodukt, Leder. Muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und dementsprechend muss das wirklich regelmäßig gepflegt und gewartet werden. So, und das machen wir mit dem gesamten Lenkrad, dann lasse ich das Ganze noch ein klein wenig einziehen, damit das wirklich bis auch in die tiefsten Poren des Leders geht. Und danach kann man das Ganze dann einfach abtragen. Also aufpassen, dass es nicht zu lange einwirken lässt. Könnt ihr ruhig ein bisschen länger, als ich das jetzt fürs Video mache. Aber nicht zu lange, weil sonst wird es ein bisschen, ich sag mal, fleckig. Weil wenn es antrocknet, ist das natürlich Käse. Ne? Also das darf nicht der Fall sein. Hier müsst ihr ein bisschen Gespür dafür bekommen, wann kann ich es abtragen, wann noch nicht. Aber ist auch nicht so schwer. Ne? Und wie wir sehen, hier dieser kleine Streifen, der hier dran war, vielleicht vom Fingernagel oder ähnlichem, ist auch schon wieder weg und sollte es auch bleiben. Ja, das war Lederaufbereitung. Kommen wir nun zum nächsten Part. Ja, kommen wir nun zum nächsten Part, den ich wirklich sehr gerne mache, ist das Auto aussaugen, weil da sieht man wirklich ganz effektiv, was man leistet. Und da Fußmatte raus, die machen wir draußen sauber. Also für meine Verhältnisse ordentlich was drauf. Und dann benutze ich super gerne hier diese Fugendüse und auch hier die Möbelpinsel nennt sich das. Da kann man über den Kunststoff sehr gut rübergehen und alles aus den kleinen Ritzen rausholen. Genauso gehe ich damit auch vorsichtig übers Leder. Aber das ist besser, als mit so einer Kunststoffdüse übers Leder zu gehen. Da könnte man noch was beschädigen. Ja, fangen wir mal an. Ne, wie ihr seht, in den kleinsten Ritzen kriege ich hier alles ideal mit raus. Und das ist wirklich gut, auch mal hier zwischen den Nähten und Ritzen gucken, so ein bisschen auseinanderziehen, damit ihr da gut rankommt. So. Also das geht wirklich optimal. Damit könnt ihr auch, müsst ihr ausprobieren, ob es hier Kratzer gibt, so die Kunststoffteile etc. absaugen. Jetzt folgt dann die lange Fugendüse, damit kommen wir nämlich ideal hier in die kleinsten Ritzen rein und können wirklich jeglichen Dreck entfernen. Hier aufpassen wieder, vorsichtig auf Kunststoff. Und also das geht wirklich super mit dieser Düse. Da bin ich ein sehr großer Freund von. Genau auch wie hinten zwischen Sitz und Mittelarmlehne kommen wir auch ideal rein. Und der Kunststoff kann hier auch eigentlich nichts beschädigen. Absaugen von Stoffsätzen, genauso wie auch von den Fußmatten, eignet sich hier der Fadenheber am besten. Na, also damit können wir hier ganz easy drüber gehen und wirklich alles rausholen. So, aufpassen, nicht über den Boden. Na, und der hebt Tierhaare, irgendwas, Haare, Flusen, alles perfekt hoch.
Den können wir noch mal ein bisschen stärker machen. Seht ihr hier, was der für eine Saugleistung hat? Also wirklich top. Dann sieht das Ding wieder aus wie neu. Und können wir wieder einlegen. Und dann mache ich die Beifahrerseite und den Kofferraum noch fertig. Ja, wie anfangs das Video gesagt, ich bin gespannt, ob das wirklich eine Politur ist, weil wenn wir uns hier mal die kleine Beschreibung hier angucken, hier steht geschrieben, entfernt hartnäckige Verschmutzung und kleinere Kratzer in der Scheibe, verhindert das Rattern der Wischerblätter. Anwendung, Verbrauch, schütteln, mit sauberem Tuch auftragen und trocknen lassen, anschließend auspolieren. Politurreste mit klarem Wasser abspülen. Okay, üblicher Ablauf. Denn ich habe, ich weiß nicht, wo er herkommt, ich hoffe, ihr könnt den sehen, hier einen ganz komischen kleinen Kratzer hier drin. Hier unter dem Schmutz. Oder ist der sogar auf der Innenseite? Ich glaube, der ist sogar auf der Innenseite. Also die Scheibe ist nicht sonderlich, ja, die ist ein bisschen verdreckt. Also nicht sonderlich eigentlich schon. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, dass die doch ein bisschen verdreckt ist. Nehmen auf jeden Fall hinzu von hier dieses, na, wie heißt das, Polyclean, genau, Polyclean, das Glaspoliertuch. Und gib mir jetzt hier ein bisschen was von drauf. Zack. Na. Jo, kommt fast nichts bei raus. Noch eine Schütteln hier. So. Dann habe ich direkt was am Daumen, kann ich so ein bisschen nehmen. Und kann jetzt hier mal lässig drüber gehen. Also es scheint wirklich mehr eine Politur als ein Glasreiniger zu sein. Also es ist schon richtig, was draufgeschrieben ist. Ja, und der Kratzer ist von der Innenseite. Dementsprechend ist das jetzt hier nicht das perfekte Produkt für meinen Anwendungsbereich, muss ich dazu sagen. Seht ihr auch hier. Ne, es ist wirklich mehr Politur als Glasreiniger. Also das auf jeden Fall beachten, wenn ihr das Zeug benutzen möchtet. Da gibt es dann andere Teile. Da hole ich jetzt gleich auch mal einen richtigen Glasreiniger noch. Machen wir jetzt aber trotzdem hier mal die Reinigung, weil die doch ein bisschen versaut ist. Nee, das wird aber so nix. Also ich würde sagen, mit der kann man sich wirklich auf Politur eher, also Glaspolitur konzentrieren. Und das machen wir jetzt auch. So, dafür stelle ich die Cam nochmal ein bisschen um und hoffe, dass ihr den diesen Kratzer... Ja, hier, da könnt ihr nämlich sehen, da ist er. Dieser ist das. Also ich habe nicht so große Hoffnung, dass ich den irgendwie rauskriege, aber vielleicht wurde er ein bisschen besser. Ich frage mich auch, wie der da reingekommen ist. Also ganz ehrlich, es kann eigentlich nur die Werkstatt gewesen sein, würde ich vermuten. Weil, also ich hantiere nicht mit Werkzeug irgendwie in der Nähe von meiner Fahrertür rum. Und, ja. Schauen wir mal. Also so eine richtig abrasive, krasse Wirkung hat die jetzt nicht. Deswegen glaube ich nicht, so, dass die jetzt so viel bewirken wird. Ich hasse das, wenn die Tücher so rumflattern. Flatter Otto. Also ich sag mal, ein Ticken besser ist es geworden. Aber perfekt auf keinen Fall für meine Ansprüche. Ja doch, doch, ist schon ein bisschen weniger geworden. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde mit der Glasreinigungspolitur hier von BMW. Schauen wir doch mal, ob wir dem hässlichen Kratzer nicht an den Kragen können. Ja, ich muss jetzt schon länger suchen. Der ist auf jeden Fall nicht mehr so stark vertreten wie am Anfang. Immer kleine kreisende Bewegung. Die Politur wirklich in jede Ritze des Kratzers kommt und was abträgt und auffüllt. Ja, also das habe ich nicht erwartet, muss ich zugeben. Ja, nicht schlecht. Sehr geil. Klasse, ist echt fast komplett weg. Hier noch, ne, nur ein Fleck. Ja, das ist doch mal cool. Hier war er, also hier in diesem Kreis. Und auf der Kamera schon fast nicht mehr zu sehen. Live, wenn man weiß, wo er ist, findet man ihn. Definitiv. Also was heißt definitiv? Ja, man kann ihn je nach Lichteinfall sehen.
aber auf der Kamera schon nicht mehr zu erkennen. Also das ist schon brauchbar, das Zeug, jetzt so speziell als Glaspolitur. Das ist doch mal eine schöne Überraschung, das freut mich. Dementsprechend machen wir weiter mit der Scheibenreinigung. Gekündigt. Scheibenreinigung machen wir jetzt hier mit dem Dodo Juice Clearly Mental Glass Cleaner. Und ist ordentlich windig. Jetzt versuche ich mal hier so ein bisschen schützend davor zu stehen. Ah, das hat einen tollen Geruch. Das lässt sich auf jeden Fall ganz gut abnehmen. So, Außenseite wird jetzt hier schon gereinigt sein. Ja, das passt soweit. Innenseite ist noch ordentlich verschmiert. Klar, auch durch die Politur jetzt. Da müssen wir jetzt auch nochmal ran. Gleitet nur so über die Scheibe. Also ist echt ein gutes Zeug. Gefällt mir echt gut. Was auf der Außenseite? Ich glaube, ein Steinschlag in der Seitenscheibe. Minimaler. Jo, so. Sieht die doch wieder gut aus. Na, jetzt habe ich da natürlich ein bisschen rumgetatscht. So. Ja, und ich würde sagen, dazu kann man sagen, streifenfrei sauber. Naja, da unten sehe ich gerade noch einen kleinen Fleck. Aber ansonsten, ihr seht gar nicht, ob ich eine Scheibe drin habe in der Tür, oder? Also das ist doch mal echt ein geiles Zeug. Also wirklich top. Hier, Glass Cleaner von Dodo Juice, wirklich ein schönes Produkt. Und ja, jetzt sind wir gleich auch durch. Gibt es natürlich noch das Finish. Ja, hier das angekündigte Show It Off. Scheiben soweit sauber, habt ihr gerade gesehen. Lenkrad, und es riecht auch wieder richtig schön angenehm. Ich mag das ja wirklich sehr. Hab jetzt hier auch keinen eigenen Duftbaum oder ähnliches drin. Also Duftbaum, sowas verwende ich eh nicht. Ja, aber ich habe jetzt hier keinen speziellen irgendwas erstellenden Duft drin, sondern einfach nur durch die Produkte ergibt sich hier schon wirklich ein schöner, angenehmer Geruch. Hier die Kunststoffaufbereitung. Na, was haben wir denn hier? Ach, so eine kleine Spiegelung. Ich dachte, hier wäre noch ein bisschen was Flüssigkeit, aber nein. Ja, BMW-Produkte, soweit ganz solide. Kann man dazu sagen, denke ich, ja, ist okay. Also wenn ihr die irgendwie mal günstig kriegt oder Bock drauf habt, ich verlinke euch die auch mal, gibt es aber Amazon auch zu bestellen, könnt ihr euch wieder mal holen. Soweit ganz okay. Aber jetzt keine Upper Class Produkte, das muss man ganz klar sagen, wie ich finde. Also da ist das Vinyl X gerade im Kunststoffbereich nochmal besser und mit Kochchemie Plast Star könnt ihr da auf jeden Fall die Kunststoff auch besser mit reinigen. Was mich aber super verwundert hat und wirklich begeistert hat, ist hier die Politur, die Glaspolitur, weil, kann ja gar nicht. Ich muss ihn gerade selber suchen, der Rest vom Kratzer hier. Ich finde ihn jetzt auch gerade gar nicht. Doch hier, genau, hier ist noch ein Rest zu sehen. Je nach Lichteinfall müsstet ihr das auch sehen können. Versuchen wir es mal. Hier hängt da. Ne, könnt ihr gar nicht mehr sehen, so schlecht ist das Zeug. Also dementsprechend wirklich ein super Zeug. Das hat mich wirklich begeistert. Das würde ich mir auf jeden Fall beiseite legen. Das kann man immer mal gebrauchen. Und ansonsten sieht der Wagen wieder sehr solide aus. Und ja, in diesem Sinne, lasst gerne den Daumen nach oben da. War jetzt speziell mal für die BMW-Produkte, weil ich es gewünscht habe, wollte ich euch das zeigen und mal testen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.